Am heutigen Freitag begrüße ich Sie offiziell zum ersten Tag der Pfingstnovene unter dem Leitwort, damit Frieden wächst. Das Thema des heutigen Gebetes ist Gebet, Saat, aus der Frieden wächst. Und so wollen wir nun vereint im Gebet den Pfingsthymnus singen.
Eine Schale will ich sein, empfänglich für Gedanken des Friedens, eine Schale für dich, Heiliger Geist. Meine leeren Hände will ich hinhalten, offen für die Fülle des Lebens, leere Hände für dich, Heiliger Geist. Mein Herz will ich öffnen, bereit für die Kraft der Liebe, ein Herz für dich, Heiliger Geist. Gute Erde will ich sein, gelockert für Samen der Gerechtigkeit, gute Erde für dich, Heiliger Geist. Ein Flussbett will ich sein, empfänglich für das Wasser der Güte, ein Flussbett für dich, Heiliger Geist. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Amen, Amen, ich sage euch, was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr noch um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Am ersten Jahrestag des Großangriffs Russlands auf die Ukraine fand online ein gemeinsames Gebet um Frieden statt. Christen aus der Ukraine waren zugeschaltet. Die Gedanken des dortigen lutherischen Pfarrers beeindruckten mich. Er stellte fest: Als Christen sollten wir die Nachrichten nicht nur konsumieren, sondern kreieren. Wir schreiben Geschichte durch unser Gebet. Seine Worte sagen mir, dass gemeinsames, anhaltendes und vertrauendes Gebet die Welt verändern kann. Dona nobis pacem. Herr, gib uns deinen Frieden. Haben wir in jener abendlichen Gebetszeit gesungen. Das Lied ist wie ein Stoßgebet, getragen von Jesu Verheißung, dass Gebete in seinem Namen nicht ins Leere gehen. Unmittelbar vor seinem Leiden und Sterben hat Jesus seinen Jüngern versprochen, ihnen zu geben, worum sie den Vater im Himmel bitten. Er sagt ihnen, den Heiligen Geist als Beistand und Tröster zu. Wo Menschen um Frieden beten, öffnen sie ihr eigenes Herz dem Shalom Gottes. Sie nehmen Jesus bei seinem Wort. Sie schreiben Geschichte, indem sie mit ihrem Gebet im Heute unsichtbar und doch wirkmächtig die Saat des Friedens für ein anderes Morgen in der Welt aussäen. Wo habe ich persönlich die Kraft des Gebetes erfahren? Glaube
glaube ich, dass mein eigenes Gebet und das Gebet vieler Menschen dem Frieden Wege zu bereiten vermag. Vertraue ich dem Wirken des Heiligen Geistes? Herr Jesus Christus, einer deiner Namen ist Friedensfürst. Segne uns mit Gedanken des Friedens. Nimm aus den Herzen der Mächtigen Hass und Verblendung. Dein Geist erneuere das Antlitz der Erde, wo es entstellt ist durch Gewalt, Unfrieden und Kriege. Deine Liebe richte unsere Schritte auf Wege des Friedens. Gottes Friede sei mit dir, dass er jetzt und hier schützend bei dir sei. Deine Wege geht er mit, und bei jedem Schritt stehe er dir bei. Er, dein Leben, deine Im Frieden lasset uns beten zum Herrn.
Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen, lasset uns zum Herrn beten. Der ganzen Welt, den Wohlstand der heiligen Kirchen Gottes und die Vereinigung aller, lasset uns zum Herrn beten. Verantwortlichen in den Kirchen Gottes, für das gläubige Volk, lasset uns zum Herrn beten. Für diejenigen, denen die Regierung unseres Landes anvertraut ist, und die ihm dienen, lasset uns zum Herrn beten. Für diese Stadt und jedes Land und alle Gläubigen, die darin wohnen, lasset uns zum Herrn beten. Um günstige Witterung, um gute Ernte und um friedliche Zeiten, lasset uns zum Herrn beten. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft, für die Kranken, Leidenden und Gefangenen und ihr Heil, lasset uns zum Herrn beten. Befreien wolle von aller Trübsal, Hass, Not und Gefahr, lasset uns zum Herrn beten. Erbarme dich und bewahre uns, o Gott, durch deine Gnade. Unserer allheiligen, reinsten, hochgelobten und ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria und aller Heiligen gedenket, lasset uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, hingeben. Denn dir gebührt aller Ruhm, alle Ehre und Anbetung dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist,
jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wollen wir nun all unsere Bitten zusammenfassen in dem Gebet, das Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen innewohne, die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, dass sie hellhörig seien für die Stimme in der Not, dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. Herr, segne meinen Mund, dass ich dich bezeuge, dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, dass er heilende Worte spreche, dass er Anvertrautes bewahre. Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei deinem Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.